Okay, schauen wir mal, was das Spiel gerade so zu bieten hat. Ich glaube nicht viel, nicht wahr? Nein. Und da gibt es gar nichts mehr zu holen. Das finde ich echt ein bisschen blöd, dass man ja ein bisschen zu langsam einfach vorankommt. Weil man muss jetzt halt einfach ein bisschen farmen und das ist immer ein bisschen blöd. Das finde ich nicht ganz so toll. Gut, dann gehen wir halt zu den Event-Quests wieder runter. Da haben wir ja auch noch ein paar. Die wollen wir auch noch alle machen. Und ja, ich würde mal sagen, gehen wir auch wieder von oben nach unten. Wir haben ja schon ein paar gemacht. Kerze der Dunkelheit haben wir schon gemacht. Ich glaube, Wüstenschlag haben wir auch gemacht. Selbst Großjagi ist cooler als ein Camellius. Jetzt aber. Nein, nein, nein. Also Camellius ist schon cool, aber man hat ihn halt schon gesehen. Speerspitzenkönig können wir noch machen. Schwarze Schwierigkeiten haben wir schon. Also wir haben ja schon die ein oder andere Quest gemacht. Nur, ich würde mal sagen, machen wir die beiden? Kampf um die Zukunft der mutige Krieger? Ich weiß halt nicht, was das ist, aber machen wir das einfach mal in der Arena. Okay. Machen wir einfach mal ein Dings, ein Langombi in der Arena. Darin ist uninteressant. Ich glaube, den haben wir auch schon gemacht. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das jetzt sein wird. Vielleicht ein Riesenhase oder sowas. Oh, schwächer. Schon wieder Dalamadur? Nein. Machen wir nicht gleich wieder. Also, ist wieder dabei, aber machen wir jetzt nicht gleich wieder. Also, normalen vielleicht schon. Aber vielleicht auch nicht heute. Das coolste Monster bleibt eh der Yamazukami. Ja, Yamazukami ist schon was Besonderes. So muss man sagen. Ach Gott. Das Biest. Ich hoffe, der kommt wieder. Weiß das jemand, ob der wieder angekündigt wurde? Dass er irgendwann wiederkommt? Was habe ich denn jetzt weggepackt? Wettsteine, nicht wahr? Ja, genau. Aber nicht spoilern, was der kann. Nicht spoilern, was der Langombi kann. Das sollte soweit passen. Ja, mit Kami ist doch schnuckelig. Oh je. Gegessen habe ich, wobei das, glaube ich, nicht so wichtig wird. Oh, Hypnokatrice, das ist cool, ja. Aber wie gesagt, weiß jemand, ob das in World oder so wiederkommt? Ja, mit Tsukami in World wäre unfassbar cool, auf jeden Fall. Ich wünsche mir also ein paar Sachen. Auch Dings zum Beispiel. Auch Laoshan Lung und Shen Gao Ren wären großartig in Dings. In World. Das wäre halt so cool. So langweilig, will schlafen, kann aber nicht. Oh je. Das klingt nicht gut. Kannst du dich nicht vielleicht irgendwie einschläfern? Bisschen Milch trinken oder sowas, Blobfox? So. Komm schon. Ich hätte gern CRD in World. Gibt ja wieder Unterwasserjagden, ne? Deswegen wäre eine Möglichkeit. Lau wurde schon angekündigt für World. Ich habe nicht alle Trailer gesehen, deswegen keine Ahnung. Storys wird auch noch ein paar Updates bekommen. Ja, aber ich bezweifle mal, dass man auf dem Yamazukami oder Laoshan Lung rumreiten kann. Eltern haben gerufen, okay. Gut, gut, gut. Ein Schläfern, wow. Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der endlich mal wieder den Ghia-Dom haben will. Hängt viel Nostalgie dran. Gut, wenn man natürlich mit Freedom Unite aufgewachsen ist, dann hängt am Ghia-Dom wirklich sehr viel, weil das ist halt so das erste Biest, dem man begegnet. Deswegen, deswegen ist das schon sehr cool. Es gibt keine Unterwasserjagden. Aber ich dachte, in Plesiof kann man ja auch angeln. Hä? Ich dachte aber eigentlich, dass es wieder. Habe ich nicht mal was mitbekommen, dass Unterwasserjagden wieder verfügbar sein sollen? Oder habe ich mich da irgendwie getäuscht? Ich dachte eigentlich. K.O. schlagen, please. Ah, wird schwierig. Aber von mir mal zu Kami zu fliegen, wäre bestimmt awesome. Ja, schon, aber auch ein bisschen komisch. Der Schakalaka-König, ach Gott. Es gab schon sehr viele coole Viecher in Freedom Unite, muss man einfach sagen. Ah, der Schakalaka-König. Cooles Vieh. Auf jeden Fall cooles Vieh.
Na, schauen wir mal, was es noch so alles geben wird. Was, deine Abwehr als Schütze? 604. Gerade so hoch. Ja, knapp so hoch wie meine. Oh Gott, die Vespuidenkönigin. War ja cool, aber 50 Vespuiden davor zu töten, ist halt einfach dämlich. Es gibt Wasser und man kann darin schwimmen, aber es gibt keine Monster, die in unterm Wasser leben, gejagt werden müssen. So war das, weil ich habe irgendwie mitbekommen, dass man im Wasser schwimmen kann. Ah, okay. Warum habe ich für im Unite verpasst? Du kannst ja wieder nachholen. Hat Essen machen. Das habe ich verpasst. Nicht viel. Du warst ja gerade noch dabei beim Ende von Camellios. Dann nicht viel. Ich bin erst zu viel Ultimate dazu gekommen, also wirklich. Da hast du viel verpasst, Kamauk. Viel verpasst. Vielleicht werden wir einiges davon noch nachholen. Ich meine, ich habe es ja auch schon angekündigt, dass wenn mal Zeit ist, was vielleicht nicht so wirklich ist, aber wenn mal Zeit ist, gerade ein Monster Hunter oder so, dann würde ich natürlich ganz gerne auch mal ein bisschen Freedom Unite spielen. Schauen wir mal, aber jetzt mit World, dann eventuell Double X und sowas, wird schwierig, wird sehr schwierig, da irgendwie richtig Zeit zu finden. Na, schauen wir mal. So, jetzt, go, go. Legen wir los. Und machen den Langkombi platt. Unsere Quellen berichten von einem beängstigenden Monster tief in den geheimen Labors von Shadaloo. Wir brauchen einen Spezialisten wie dich, um das Problem zu lösen. Okay, die geheimen Labore von Shadaloo, aha. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was dieses geheime Monster sein wird. Oh Gott! Es ist ein Riesenhase! Hilfe! Da ist der Dings. Da ist der Schneesturm-Langkombi, ein Witz dagegen. Hilfe! Aber ich konnte ihn einfach instant reiten. Wow, und instant die Ohren zerstören. Wow. Okay, das war interessant. Das war sehr interessant gerade eben. Der Langkombi hat aber gar keinen Bock. Na gut, mach halt. du hast mir auf der Gamescom gesagt, wenn du, wenn du sagst, wenn mal Zeit ist, wird es nie Zeit geben. Ja, das war. Damit hatte ich vollkommen recht. Ja, wie gesagt, das sieht auch so aus. Weil, ja, mit World, Double X und sowas, das nächste Monster Hunter wird bestimmt auch bald kommen. Au. Also dann so irgendwann bald ist schon schwierig. Oh Gott, man steht einfach unter dem Hasen. Es ist so übertrieben. Hilfe. Oh je. Jetzt musst du zugeben, der ist süß. Der ist überhaupt nicht süß. Au. Der macht jetzt hier platt. Oh Gott, ich stehe in ihm. Der ist kein bisschen süß. Wie klein dein Langkombi ist, ja. Meine Güte. Wow. Ultrahase. Ah, komm schon, gegen's Knie. Ich hau dir aber gegen's Knie. Macht deine Kniescheiben kaputt. Nein, es ist kein sehr süßer Hase. Nicht im geringsten. Weder groß noch klein. Ist das ein süßer Hase? Au. Ich weiß nicht, was ihr damit habt, dass der Langkombi süß ist. Es gibt viele süße Monster. Langkombi ist definitiv keins davon. Was war denn das? Schallbombe? Au. Man kommt aber halt auch nicht weg, ne? Wenn er einmal so auf einen lospest, dann war's das. Okay, ein drittes Mal kannst du das, glaube ich, nicht. Und das war's. Das ist ein Killerkaninchen, ja. Ein unendlich großes Killerkaninchen. Wow. Vor allem, wie gut, dass er halt einfach so am Rand stand. Das war so, wo ist er denn? Oh, da ist er. Oh Gott. Mega, mega Hase. Gut, dass wir den schnell platt gemacht haben. Der hätte echt fies werden können. Also eigentlich hätten wir für den jetzt ja, keine Ahnung, G1-Equipment oder sowas nehmen sollen. Aber ja, ist halt schwierig, das immer zu machen. Also da überhaupt perfekt umzuwechseln. Und sind ja bloß nur ein paar Event-Quests. Die können wir schnell mal abschließen. Uns geht's ja gerade bloß um die Zeichen. Und Fenrir Fendragon, danke für den Follow, sehr freundlich von dir.
Der hat bestimmt den Maxi-Pilz von den zwei Kongaladas geklaut. Ja, so sieht's aus. Langombi und Naga, Cuteness Overload. Bei Naga stimme ich dir zu. Langombi kein bisschen. Langombi ist einfach überhaupt nicht süß. Es gibt sehr viele süße Viecher. Langombi ist absolut keins davon. Okay, was haben wir hier? Interpol-Abzeichen? Dienstabzeichen einer Agentin auf der weltweiten Jagd nach einem Irren. Ist es eine Questline oder wie? Interpol. Wieso zur Hölle gibt es die Interpol in Dings? In Monster Hunter? Was zur Hölle? Das ist merkwürdig. Okay, Fell, Frostclown, Megatrank? Hä, wieso bekommen wir einen Mega... okay. Das Interpol Death Note? Nee, einfach nur Interpol. Tamtrius, most cuteness ever, ja. Blaupilz, Megatrank, Lebenkristalle, das ist total komisch. Langombi ist richtig hässlich, hatet mich dafür, los. Ich bin voll und ganz auf deiner Seite, Kibaru. Voll und ganz auf deiner Seite. Okay. Und wir haben einen Brunnen bekommen, yay. Fehlen 1, 2, oh Gott, es fehlen noch so viele Zeichen. Es wird echt nur eine Weile dauern. Hä, wir hatten schon eine Goldkrone. Okay, gut, toll. Die hat sich aber einfach nochmal verdreifacht fast. Wow. Oh Gott. Oh, meine Güte, das war ein sehr, sehr großer Hase. Definitiv. Okay. Schauen wir uns das nächste an. Das nächste wird ein Zeltas. Und Bibo87654, danke für den Follow, sehr freundlich von dir. Das hat sich sogar gereimt. Der mutige Krieger im Urwald, ein Zeltas. Ich habe das Gefühl, das wird einfach bloß ein ganz normaler Zeltas, ne? Schau mal. Gigi ist süß. Meinst du das Giginox? Na, Giginox finde ich, also vielleicht nicht süß, aber ganz cool. Was, wie so ein Barsch war? Was? Also ich habe in Storys einen Langombi aus dem Ei bekommen, habe es sofort wieder freigelassen. Barsha finde ich cool. Nur entwickelt er sich nicht, ja. Okay, Barsha, dass sich nicht entwickelt, ist natürlich jetzt auch nichts so Tolles, ja. Oh Gott, aber jetzt hören wir mal auf, Dings. Jetzt hören wir mal auf. Was, Giginox ist mein schlimmster Albtraum. Wie kannst du sowas süß finden? Wieso ist dein schlimmster Albtraum? Das ist ein bisschen schlabberig, aber ansonsten. Ich finde eigentlich ganz cool. Wie gesagt, vielleicht nicht direkt süß, aber ein cooles Vieh finde ich ihn auf jeden Fall. Aber jetzt hören wir mal auf, hier Langombi zu haten und zu sagen, was alles süß ist. Weil das vertragen die Langombi-Fans nicht mehr länger. Zino? Zino ist mega süß. Das ist ein sehr cooles Biest. Okay, Mizutsune, wenn er schläft. Ich würde sagen, Mizutsune immer. Aber ich muss sagen, wenn Monster schlafen, sind sie meistens eh immer doppelt so süß. Das ist einfach so. Das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Okay, Gamma Reaper, wenn es nicht zu lange dauert, dann, ja, dann können wir einen Moment warten. Ich meine, so viel machen wir heute eh nicht mehr. Die Quest noch und dann... Ginox war das erste Monster im Trollgymnasium, bei dem ich ausgerastet bin. Ginox und Gobul, okay. Jetzt gucken wir mal mein Feuer an. Der arme Zeltas, was tust du mit ihm? 1080 Feuer? Wow, 1200 Schaden, 1080 Feuer, was zur Hölle? Na gut, okay, fatales Klinge. So übertrieben. Na gut. Cloud, du solltest auch Zinogre googeln, nicht Zino. Das ist nur Abkürzung.
Beste Armor in-game. Okay. Ja, sehr notwendig. Quellack aus Dark Souls 1 ist süß. Nein. Das ist, vor allem, wie halt jeder gleich zustimmt. Das geht jetzt in eine sehr merkwürdige Richtung, Leute. Das, nee, da kann ich leider, das ist ein Punkt, an dem ich leider nicht mitgehen kann. So, geht's los? Okay. Go. Ja. Jetzt. Okay. Zeltas. Mal schauen. Hey Jäger, dieser Zeltas ist so cool, wie er da ganz alleine chillt. Kannst du mir mehr Infos besorgen? Ich verspreche, dass ich das meiner Mutter nicht verrate. Was? Deine Mutter? Was hat deine Mutter damit zu tun? Hast du in Dalai Madur schlafen gesehen? Geht das? Ich glaube, das geht nicht, oder? Okay, Zeltas, wo zur Hölle ist der jetzt? Ah, irgendjemand hat ihn schon gefunden, okay. So, was? Was haust du da für Bilder raus, Xamorok? Oh, das ist auch ein sehr großer Zeltas. Nee, ist es. Ist es? Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Also, er ist groß. Aber nicht so mega groß. Der Dings war. Es sah bloß irgendwie größer aus. Aber irgendwie. Er geht eigentlich. Hup. Er geht eigentlich von der Größe. Machen wir ihn platt, egal wie groß er ist. Ich glaube, der wird nicht wirklich lange überleben. Humpelt er schon? Ja, er humpelt schon. Oh Gott. Ja, gut, ne? Das war wahrscheinlich bloß dafür da, damit man ihn nochmal hat oder keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Weswegen bekommt man jetzt hier den Zeltas? Wie gesagt, doch wahrscheinlich bloß, damit man ihn halt einzeln erledigen kann. Wieso warten wir eigentlich, bis er ihn umgeworfen hat? Ist das wirklich so wichtig? Brauchen wir das? Ist er nicht eh eigentlich nach einem Schlag tot, sobald er liegt? Nein, ist er nicht. Zack. Cloud, jetzt bitte nicht unhöflich werden hier. Sowas wollen wir hier nicht. Da ist ein Horn kaputt. Da ist er hin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist gerade auch eine sehr interessante Quest, weil er kann halt nichts tun. Wollte ich gerade nochmal ran. Geh weg, fliege. Ich weiß, du willst deinen Fliegenkönig beschützen, aber das geht so nicht. Dein großes Vorbild. Ob das wirklich so ist? Ob ein... Ja, Hilfe. Ob ein Zeltas das große Vorbild von jedem Nahabra ist? Vielleicht schon. So eines Tages will ich ein Nahabra werden. Ja, Quatsch. Eines Tages will ich ein Zeltas werden, ja. Okay. Und Hallöchen, Tobias. Schön, dass du dabei bist. Ist er hier hin? Ja, hier ist er hin. Ach Gott, der geht gleich schlafen. Der Arme. Nein, er tut mir so leid. Das arme Biest. Aber er hält doch mehr aus, als ich dachte, muss ich sagen. Also ich dachte, er war einfach instant tot. Aber, okay, gut. Hat trotzdem ein bisschen mehr ausgehalten, als ich dachte. Aber das war's jetzt mit ihm. Schön, nächste Event-Quest erledigt. Damit kommen wir natürlich auch hier gut voran. Wenn wir jetzt eh gerade nichts anderes machen können, machen wir jetzt halt hier die Event-Quest, meine Güte. Passt mir genauso. Müssen wir eh alles noch machen. Ich bin bloß mal gespannt, wie wir es dann in Zukunft machen werden, weil irgendwann haben wir dann halt auch keine Event-Quests mehr. Farmen müssen wir dann eventuell auch nicht mehr unbedingt. Und da weiß ich nicht unbedingt, was wir dann machen, um an die letzten Quests zu kommen. Also ich muss halt auch sagen, dass ich, glaube ich, irgendwann einfach
keine Folgen mehr bringen kann von 4 Ultimate. Gut, ich meine, wir haben natürlich noch jede Menge Arena. Das ist klar, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass wenn es noch so eine Weile geht, dass wir dann irgendwann keine Quests mehr haben, weil wir den Zettel ausfüllen müssen. Da sehe ich halt so das Problem. Weil so viele Event-Quests gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Schauen wir mal. Was, eines Tages in Zelda, dass für meine Königin sterben und gefressen werden, ja. Naja, gefressen werden nicht unbedingt, aber die Königin beschützen, so sagen wir es mal. Und von ihr übernommen werden. So, Flutbeutel, Monster-Essenz, naja, nichts Interessantes. Sehr schön. Wie findest du Monster Hunter World? Sehr schön. Kennst du Order and Chaos 2? Nein, kenne ich nicht. Was? Das gab keinen... Hä? Das gab keinen Punkt? Was zur Hölle? Okay, aber wirklich sehr groß. Also ich hatte schon recht. Zwar nicht so mega groß, aber es war schon größerer. Hä? Das war ja komisch. Kannst du das sonst offline machen mit mir, Dragon, was? Okay, machen wir weiter. Was ist die nächste Event-Quest? Falls wir nicht vielleicht irgendeine andere Quest freigeschalten haben? Natürlich nicht. Dann halt die Event-Quests. Bezaubernde Blüte. Eine rosa Rattian. Machen wir die doch noch. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Zeit. Wobei, vielleicht die oder dann noch die nächste. Halt, warte mal. Im Feuerlangschwert will ich da definitiv nicht gegen die kämpfen. So. Aber eine rosa Rattian geht auf jeden Fall noch. Die hat eine Donnerabwehr, ne? Wo wirst du Monster Hunter World zocken? Auf der PS4. Vorerst mal. Wenn ich auf die Frage eingehe, auf welche Frage? Achso, ja, ich hab's einfach nicht gelesen. Dragon, was findest du in Tri Ultimate schlimmer? Diablos oder Langombi? Tri Ultimate? Keine Ahnung. Diablos? Weil Langombi ist nicht schlimm. Langombi ist zwar hässlich, aber nicht schlimm. Was ist los, Blobfox? Was ist los? Ich muss kurz gucken, was hat sie für eine Dings? Was hat sie für eine Schwäche? Eigentlich ja Donner noch, oder? Wobei, ich habe da irgendwie so im Kopf, dass da irgendwas komplett anders war. Na, schau mal, wir finden sie ja gleich. Rattalos. Rattian kommt meistens ein bisschen früher. Da. Sie hat eine Donner und Drache, okay. War doch so. Ich mag die Rosa Ratti. Die Rosa Rattian ist cool, ja. Die mag ich auch. Ich warte bei World auf die PC-Version. Hab leider keine Ahnung, wann das Spiel dafür kommt. Ein bisschen später. Erst bei Gold. Ja, ja, das wusste ich. Genau, und bei Gold ist es dann nochmal anders als bei, beim Silber. So war das nämlich. Gut, also dann Donner. Da haben wir ja eine schöne Waffe. Sehr schön. Machen wir sie platt. Ich wusste gerade bloß noch, dass die goldene und der silberne oder dass irgendwie die beiden mal eine unterschiedliche Schwäche haben und dann. Das war bei der goldenen und der silbernen. Okay. Okay, gut. Dann machen wir sie platt. Eventquests. Ich hoffe mal, die gibt wenigstens ein paar Punkte. Weil der Zeltas war jetzt dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen traurig, dass es halt gar nichts gab. So. Nimmt ja für YouTube auch voll vergessen. Ja, wie gesagt, das ist alles noch ein Let's Play, deswegen muss ich natürlich auch hier immer wieder ein bisschen bleiben. Was? Was zur Hölle klaut? Erstmal was zur Hölle und bitte, wie gesagt, nicht ganz so viel rumhaten, sag ich mal. One-Shot die Hunter von uns, das wird wohl nicht passieren. Timeout klaut. Ja, also klaut, wie gesagt, halt dich zurück, ansonsten kriegst du wirklich einen Timeout. Das war erstmal sehr merkwürdig, der Kommentar. Ein zweites Mal nicht wirklich nett. War kein Hate. Naja. Wie gesagt, halte ich trotzdem zurück. Es war vor allem mal merkwürdig.
Armes Ratti. Ein bisschen mehr Liebe hier, genau. Hate gegen Rechtschreibung. Sorry, Cloud, aber gerade eben geht's mir echt ein bisschen auf die Nerven. Komm erstmal damit klar, dass du wieder schreiben kannst. Dann darfst du wieder schreiben. Mach mal ganz kurz in 600 Sekunden einen kleinen Dings. Einen kleinen Rechtschreibkurs. Dann keinen kleinen Schreibkurs allgemein. Und dann kannst du dich hier wieder äußern. Ich adoptiere sie. Ja, genau, tröste sie, die Arme. Ich wollte ihn timeouten. Nope. Mein Vorrang. Okay, gegessen habe ich. Wobei das wahrscheinlich nicht so wichtig sein wird. Wo kommt sie? In den Dünen nachts. Okay, war doch gut, dass ich nachgeschaut habe. Ich wusste nämlich, dass sie auch in den Dünen kommen kann. So. Hä? Wer ist denn jetzt schon wieder losgelaufen? Meine Güte. Dragon, du hast 6000 Sekunden falsch geschrieben. Nein, habe ich nicht. So, jetzt. Jetzt. Meine Güte. Stories geht das? Ja, in Stories geht's. Verbrennt Noctis. Nein, meine Güte. Leute. Ich bin nachts in die Dünen spazieren gegangen. Okay, und irgendwas hat er entdeckt. Wahrscheinlich eine Rattian. Werden wir mal sehen. Ja, also ich habe schon mal eine gesehen. Ich finde es immer so cool, dass man da so leicht die Sonne so schon sieht in der Nacht. Das ist schon sehr cool. Na, Rattian. So, jetzt. Kleine Frosch im Hals. Wow! Sie hat einfach instant den Hermit Tower vergiftet. Die Arme. Schönen Nachmittag, Stream. Hast geschafft mit etwas Verspätung. Ja, trotzdem schön, dass du dabei bist. Okay, da liegt sie erstmal. Sehr schön, du bist drauf. Wie auch immer du drauf bist. Bei mir hast du gar keinen Sprungangriff gemacht. Zumindest sah das nicht danach aus. Komm schon. Okay, perfekt. Na gut, dann hauen wir sie um. Schauen wir mal, was wir... Oder wie lange sie aushalten wird. Ich meine, Pinke Rattian ist jetzt natürlich nicht die Schwächste. Aber wir haben halt... Wir sind halt schon auf G-Spezial-Niveau. Deswegen... Ja, wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Oh Gott. Ein bisschen schwieriger für sie, da wirklich gescheit durchzukommen. Schauen wir mal. Ich dachte gerade, was macht sie? Und ich wollte eigentlich gerade so draufspringen. Aber das ging leider nicht sehr gut für mich aus. Ob ich überhaupt ein Gegengift... Ich habe nicht mal ein Gegengift, das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, ob ich überhaupt ein Gegengift nehmen soll. Aber da fällt mir ein, ich habe keins. Das ist ja jetzt doof. Oh, schade, so knapp. Hätte beinahe getroffen. Na gut, ich muss nochmal kurz... Oh Gott. Ich muss mich kurz heilen, weil das Gift hält dann doch schon ein bisschen länger. Nein! Ach, schon wieder reingelaufen. Was ist denn los? Oh Gott, nein, nein, nein. Das ist... Wie knapp das war. Meine Güte. Puh. Das war... Dankeschön. Das war super knapp. Hätte die Rolle noch getroffen, ich wäre auf jeden Fall tot gewesen. Okay. Ja, haben wir hier nochmal drauf. Das war schon definitiv sehr gefährlich. Das Ding hört auch gar nicht auf. Das Gift hört auch gar nicht auf. Ah. Jetzt lass mich doch in Ruhe, Gift. Meine Güte. Na gut, das macht jetzt gar nicht mehr so viel Schaden. Hä? Ich kann mich gerade nicht bewegen, okay. Meine Güte, das war jetzt doch schon... Ich sollte sie nicht unterschätzen. Das geht definitiv nicht gut für mich aus. Aber ich glaube schon, dass wir sie ganz gut platt machen können.
Lass doch die arme Blobfox in Ruhe. Sie mag doch die rosa Ratte an so, dann dürfte sie doch nie so ärgern. Okay, du walzt einfach hier drüber. Au, auch noch bei mir. Ah, endlich ist das Gift vorbei. Das war Zeit. Okay, bist du vielleicht erschöpft? Erschöpft vielleicht nicht unbedingt, aber jetzt liegst du auf jeden Fall erstmal. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Ist aber so groß, dass wir nicht an einen Schweif kommen. Meine Güte. Nicht gut. Okay. Oh. Ah, hä? Was war das denn? Da ist sie so komisch losgerannt. Okay, das kann sie also auch. Das wusste ich noch gar nicht. Dass sie beim Rennen dann den Wirbel machen kann. Ah, okay, was? Ach ja. Dankeschön. Oh Gott, Ayumi. Nicht draufgehen. Au. Ich sollte auch nicht draufgehen. Okay, Ayumi ist gerettet, aber ich bin... Oh, dankeschön. Puh. Das war super knapp. Wie Dragon's Blue ist kreativer. Ja? Wieso ist das nicht kreativ? Hallo? A, was habe ich jetzt mit der Sache zu tun? B, wieso ist Q nicht Dings? Ja, das war viel zu knapp, aber gerade eben auch schon. Aber wieso ist mein Blue nicht kreativ? Wow, Ayumi. Komplett platt gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe ihn Velocidude genannt. Okay. Ah, sehr schön. Okay, komm schon. Da nochmal. Bin gerade nicht so ein Monster da drin. Ja, aber die rosa Ratian ist definitiv auch aggressiv, muss man sagen. Mein Azur heißt Blue, okay. Naja, aber ich habe ihn ja Blue. Ich habe ihn ja nicht Blue genannt wegen Blau, sondern Blue wegen dem. Wegen dem Raptor. Wegen dem Raptor aus Jurassic World. Das ist ja das. Deswegen. Ich habe den Kutkur echt lieben gelernt. Emma Stories sorgt wörtlich Verbindung mit Monstern. Ja, so ist es. So ist das. Ja, wie gesagt, bei mir gibt es ja einen Grund, weswegen ich ihn Blue genannt habe. Deswegen. Ich auch wegen dem Raptor. Ja, schon, aber dann nenn doch deinen Raptor. Nach dem Raptor. Und nicht den Drachen. Ja, gut, okay. Okay, damit haben wir sie gefangen. Sehr schön. So. Wunderschön. Die war definitiv aggressiv. Beinahe hätte mich sie ja auch zweimal erledigt. Also das ist ja auch das. Aber glücklicherweise haben wir es... glücklicherweise haben wir es geschafft. Hör dir dann nicht zu, Dragon. Blue ist ein wundervoller Name. Ja, nee, ich wollte bloß, wie gesagt, ich wollte bloß klarstellen, weswegen ich... Oh, wow, eine Hülle, nice. Weswegen ich sie, Blue ist eine sie, weswegen ich sie Blue genannt habe. Ja, nicht wegen dem Raptor, der Name. Was? Ich auch wegen dem Raptor, hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz, Blobfox. Okay. Sehr schöne Ratian-Hülle. Ich weiß gar nicht, ob uns die gefehlt hat oder ob mir die gefehlt hat oder eine Rattalos-Hülle. Aber ich glaube, wir brauchen eh beide doppelt, deswegen passt das. Ein Loderbeutel, ein Rubin, wow. Sehr schön, da haben wir einiges Schönes bekommen. Cortex, ein paar Scherben. Freut mich. Freut mich, dass es doch so gut lief. Eisangriff, Bombenstärke, okay. Ich mag den grünen Nager nicht, okay. Also du hast einen Namen. Meine Güte, gerade echt voll dem Froschenhals. Du hast einen Namen Blue gedacht. Ah ja, okay. Gut, damit haben wir die rosa Ratian erledigt. Und oh, Jägerrang 147. Sehr, sehr schön. Wir haben dazu... Oh, das ist jetzt eher eine Krabbenkralle. Ja gut. Die war auch verdammt groß. Na wow, jetzt bekommen wir mal die ganzen Goldkronen ab. Sehr schön. Aber damit kommen wir natürlich auch sehr schön passend zum Ende der Runde. Und ja, deswegen beende ich jetzt die ganze Sache auch gleich.
Wir sind ganz gut vorangekommen, wir haben ein paar Quests gemacht, aber es ist halt irgendwie auch so, oh, dahin halt ist der Nächste. Hallo Jäger, wie geht's? Willst du mit Freunden jagen gehen? Ja, okay, toll, sehr bescheiden. Danke. ja, wie gesagt, damit soll es das vorerst mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei beiden Gruppen natürlich auch wieder fürs Mitmachen. Waren schöne Runden. Wir sind gut vorangekommen. Wir haben den Schadalamadu erledigt. Haben wieder, ja, fast den nächsten Zettel. Das heißt, wenn wir vielleicht bis zum nächsten Mal es hinbekommen zu farmen, dann können wir da vielleicht auch noch den nächsten Zettel hinbekommen. Ansonsten müssen wir vielleicht schauen, wie wir es ansonsten machen. Ansonsten machen wir halt die Dings weiter, die Event-Quest weiter, da sind wir jetzt auch schon relativ gut dran. Ja, schauen wir mal, aber wie gesagt, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter 4 Ultimate. Werden wir, wie gesagt, mal schauen, ob wir doch dann endlich mal die G-Silberkrone bekommen. Wäre schon ganz schön. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!